Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Abiotic Factor. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, zu denen ihr euch dazu entscheiden solltet. Und in diesem Part gibt es einen großen Boss. Mehr verrate ich nicht. Na gut. Aber jetzt sind wir erst ein Drittel des Weges gelaufen. Jetzt nochmal zurückgehen ist nicht so schlimm. So Leute, gleich mal Vrum Vrum bei uns. Das wird lustig. Wumm, 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 wumm. Ich meine. Ach, stimmt! Crafting Bench ist blockt. Du hast vollkommen recht! Wir brauchen ein zweites Aufladeding. So. Autobatterieladegerät, Druckluftkompressor, verstärkter Schlauch. Können wir noch einmal herstellen. Wir haben jetzt keine Stahlkabel mehr. Die müssen wir einfach wieder besorgen. So. Dann können wir das Ding herstellen. Energiezelle haben wir unten. Ladegerät haben wir hier oben. Und eine Energiezelle, dann haben wir es. So. Der super radioaktive Schrank. Der ist übel radioaktiv. Alle Schrank hält die Radioaktivität gut ab. Wobei, wenn man nah rangeht, dann merkt man, dass es kriseln kommt, ne? Am Bildschirm. Also der ist wirklich radioaktiv, der Schrank. Der ist richtig radioaktiv. Oh ja, das merkt man wirklich. Der ist wirklich radioaktiv. Hab ich den Geigerzähler noch irgendwo? Da ist er. Mal gucken, ob der Geigerzähler was anzeigt, wenn man in den Schrank guckt. Environment 0. 0, 0, 0, 0,7. Ey, hier ist 0,7 pro Sekunde. Ah, ist zumindest etwas. Ja. Weil 0,7 ist, glaube ich, viel. Ah, es piept zumindest schon nicht, aber. Aber über die Zeit baut sich das dann auf, ne? So. So, wir haben alles, was wir brauchen, zum Reparieren. Nice. Let's go. Also meine Theorie, gestern habe ich bei 7 schon gekotzt, also wenn 0,7 pro Sekunde ist. Oh. 10 Sekunden ohne Anzug und du bist RIP. Hast du deinen Teleport wieder aufgeladen? Ja, habe ich. Habe ich gemacht. Aber wir können ja nicht teleportieren, weil wir das Fahrzeug haben. Wir müssen dann mit dem Fahrzeug zurückfahren. Aber für Gefahrensituationen immer besser einen Teleport zu haben. Also sonst bringt das Fahrzeug ja nicht viel, weißt du? Wenn man da wegteleportiert, dann muss er wieder bis zum Fahrzeug laufen. Jetzt gleich kommt der größte Witz. Das Ding ist langsam, ist er gerade durchstartet. Ich sehe schon kommen. Dafür zwei? Achso, in einem falschen Sitz. Brumm, brumm. Auf in die Ladezone. Und die kommen ja jetzt gleich hier hinten. Da war die Ladezone. Ich hab schneller geladen als sonst. Weird. Boom. Aber geht schon schneller als zu Fuß zu laufen, ne? Verbraucht vor allem keine Ausdauer. Ich würde sagen, hier ist ja gut, ne? Hier kommen wir durch die Tür wieder durch. Angenehm, wa? Ja. So lässt sich leben, ey. Hier kommen wir über das Ding oben rein, ne? Genau. Ah, hier sind wir wieder hier. Wir müssen irgendwie zu hier durchkommen. Aber wir hatten auch andere Wege.
Wir können hier gerade ausgehen. Können wir hier durch die Tür? Hier können wir durch. You made it past the turrets. You're the first. I've been locked in here since we contained IS-121. For its own safety, as much as ours. Such an incredible specimen. And not just its size. The capacitance of its circulatory fluid is extraordinary. Just a few drops contains enough energy to power an entire portal network. We'd barely begun to understand the possibilities. Okay, kann noch mehr mit ihr sprechen? The Tarrasque is incredible, but we had to make sure it couldn't reach the other specimen. If they managed to, well, you know, the energy released would be unthinkable. The Tarrasque is massive, but in its home antiverse, it's almost microscopic. Can you imagine what else exists there? Oh oh. I'm sure the gatekeepers would have brought home even bigger. Da gehen wir nicht rein, nee, noch nicht. Ich glaube, da ist ein Fatty. Lass erstmal die anderen Wege gucken, was es sonst so gibt. Was ist, wenn ich den anschieße? Ich glaube, der macht das kaputt, oder? Nee. Wo ist der hin? Ah, das ist der Tarrasque. Der ist hier unten. Wow. Rückzug. Ist er tot? Das ging aber schnell. Er bewegt sich noch. Das ging schnell. Messer rausholen. Oh, der bewegt sich noch. Zweimal Schrotflinte reingeschossen. In den Schritt schießen. Kaum noch Munition, noch 3 Schuss. Ui. Ich meine, ich hab noch nicht rot. Naja. Ist er jetzt tot? Er bewegt sich nicht mehr, oder? Ah, ne. Geht wieder auf. Jetzt ist er, glaube ich, am Boden. Ha, er liegt wieder nur, ne? Oh, ich habe keine Munition. Ich habe nicht nachgeladen. Ah, der ist schon ganz schön blutig. Oder sehr deppert, mit ganz vielen Rissen drin und so. Was war das denn für ein Move? Ich glaube, jetzt ist er tot, oder? Ich glaube, jetzt ist er tot, ja. Ja. Oder? Ne, er lebt immer noch! Alter! Schleichen 1. Wir können schleichen 4 leveln. Und der hängt fest.
gleichen zwei. Schleichen drei. Au! Oh, der ist wütend, ey. Oh, Junge. Der ist richtig pisst, der Typ. Jetzt noch die Schleifscheiben. Ja, du musst auf seine Weichteile schießen. Seine Zitzen da oder so. Weg von der Tür, du Riesenvieh. Jetzt geht er wieder runter. Oh. Hat dich nur verarscht. Jetzt geht er runter. Oh ne, er verarscht mich schon wieder. Ja, in seine Weichteile muss man schießen. Da steht er gleich wieder auf. Das ist das Problem. Halt mich aber irgendwie finishen muss. Dr. Mance, Cascade Facility. Reporting on IS-138. A unique entity, 138 has the distinction of being both an immurement subject and an entire antiverse in one. I cannot emphasize how important it is that we invest any required resources in ensuring the train does not stop. We have compelling data to suggest that a cessation of the train's forward motion would have apocalyptic ramifications. I will explain more shortly. Er hat uns vergessen. Wie soll er besiegt man den? Ich meine, wir haben jetzt echt viel auf ihn raufgeballert. Hallo. Hallo.
hier waren wir doch schon mal, oder? Ah. Das Ding haben wir angehört, glaube ich, hier. Ja? The properties of 139's residue is fascinating. I'm not entirely sure where to begin. But the being disintegrates during extreme stress, leaving behind a material that can store and distribute electrical charge with extraordinary efficiency. The applications of high-density, rapid-discharge power storage are obvious even to a curmudgeon like Thule, who, for reasons entirely beyond me, continues to enjoy the trust of the Executive Committee. Even he should be able to understand. Here is a big bang from a small package. Der ist so. Moment, ich habe ja mein Funkgerät. Wo bist du? Ja, ja. Ich bin irgendwo unten. Okay, tut mir leider weh, wenn ich an seine Füße trete. Ah, Hanna. Hallo. Uhu, hier bin ich. Aua, aua, aua. Irgendwie ist er echt blöd. Ich frage mich, ob wir vielleicht auch was tun müssen, wenn er am Boden liegt. Ja, das Problem ist, ich kann kaum noch angreifen. Ich habe auch nichts mehr zum Angreifen. Das Licht auch noch aus. Ich klacke immer in die Fresse. Und der Kopf bewegt sich dabei so lustig. Ich verstrahle ihn. Pusht mich doch noch. Ja, wie wird das nix?
glaube, der behält seinen Schaden bei. Müsste wieder gehen, glaube ich. Weil der sieht auf jeden Fall beschädigt aus. Der sieht nicht mehr gesund aus. Ja. Hier sind aber halt über diese Schleichwege. Ja. Wir können hier vorne raus übrigens. Oh mein Gott, da kommt er. Wie der aussieht. Der ist ja schon komplett halb tot, ey. Hier in die Tür rein, glaube ich. Jetzt kommt hier das Tor. Hallo. Hallo. Wir brauchen Metal Scrap jede Menge, theoretisch. Dann können wir an der Zwischenbase hier das machen, aber ich glaube nicht, dass wir jede Menge Metal Scrap finden werden. Wir müssen ins Hauptbase zurück dann. Unsere Zwischenbase ist doch gar nicht so weit weg. Ja, aber wir haben nicht genug Metall dort gelagert. Aber warum brauchen wir noch eine? Hä? Was willst du mit dem Metall denn machen? Neue Munition herstellen. Ah. Dafür ja, müssen. Munition habe ich aufgegeben, die steckt in dem Typ drin. Ja, ich glaube, wir müssen. Ach, Moment, ich bin schon falsch. Dafür müssen wieder zur Hauptbase fahren. Ich glaube, dass der Typ nicht wieder jetzt seine Energie wieder bekommt. Frag mich, ob wir uns ein bisschen vorbereiten und auch mehr. Weil wir können jetzt nochmal ungefähr so viel Munition herstellen, wie wir gerade mitgenommen hatten. Weil ich wollte nicht alle Bewährungsstäbe verbrauchen. Aber wir können natürlich auch einfach nochmal gucken, dass wir Bewährungsstäbe farmen gehen in der Manufaktur oder so. Ich hoffe, der ist eine Entität mit der einzigartigen ID, sodass sein Leben quasi gespeichert bleibt. Ist auch schon angenehm, ne? Man ist viel schneller wieder bei der Base. Das geht schnell hier. Ruckzuck ist man wieder da. Weniger Ladezeit. Ah. Eingang hier, also das war woanders, ne? Wo wir hin mussten. War gar nicht hier. War falsch. Mussten eins drüber. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, ja. I remember. Hier unten. Das wäre ja praktisch, wenn es hier unten ging, aber man kann mit dem Aufzug machen, aber naja. Naja. Ah, oh. Ja, das Fahrzeug wird aber keine Treppen können. Aber hier ist zum Glück eine Rampe. Selbst Rollstühle schaffen Treppen. Ja, aber die Gabelstapler schaffen es nicht. Das Fahrzeug schafft es auch nicht. Oh mein Gott. Haben wir den da nicht irgendwie anders hoch? Ah, da vorne. Ist auch eine Treppe? Ist bei uns beiden da das gleiche passiert? Wo sind wir? Unterm Boden. Das Fahrzeug hat sich 180 Grad gedreht. Ah, es hat sich wieder aufgerichtet. Oh, ja, okay. Wenn es weiter nichts ist. Ich meine, hier müsste eine Rampe sein, die auch noch hochfährt, oder? Ja. Hier können wir auf die obere Etage.
Ich meine, das lernen wir jetzt einmal, dann wissen wir, wie man da hinkommt. Oh! Uii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